Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von Get Fit. Ich bin die Leonie, die neue Trainerin von Get Fit. Heute geht es rund um das Thema Stretching. Ich nenne euch ein paar Vorteile und zeige euch auch einige Übungen. Bevor das Video weitergeht, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst und auf den Abonnieren-Button klickt. Und am besten aktiviert auch die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und jetzt nenne ich euch 5 Vorteile, die ihr habt, wenn ihr euch regelmäßig stretcht. Der erste Vorteil ist, dass ihr eure Haltung verbessern könnt. Der zweite Punkt ist generell die Beweglichkeit. Wenn ihr zum Beispiel im Büro sitzt, 5 Jahre oder noch länger und immer so da sitzt, dann verkürzt sich alles vorne. Und durch das Stretching bringt ihr das alles wieder nach hinten. Der dritte Punkt ist die Range of Motion, die sich verbessert durch das regelmäßige Stretching während dem Training, vor allem Krafttraining. Und somit steigert sich auch teilweise der Muskelaufbau. Dann haben wir als vierten Punkt noch die Stressbewältigung. Vor allem Stretching als auch Yoga ist sehr gut, wenn man leichte Depressionen hat. Und das kann sich natürlich verbessern, sodass man sogar irgendwann gar keine Depressionen mehr hat. Und als fünften Punkt ist die Regeneration vom Training. Das heißt auch wieder, umso schneller ihr regeneriert, desto höher ist der Muskelaufbau, wenn man mehr trainieren kann. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, wann soll ich stretchen? Ich habe das auch früher geglaubt, so vorher, nachher, was soll ich tun? Am besten, ihr stretcht euch auch vor dem Training dynamisch und nach dem Training statisch. Dynamisch ist dann halt eher mit mehr Bewegung. Jetzt zeige ich euch 3 dynamische Übungen. Die erste ist die Windmühle. Da stehen wir breiter als schulterbreit, die Zehen leicht nach außen, Arme zur Seite und wir wandern diagonal von links nach rechts. Wichtig ist dabei wirklich den Oberkörper mitzunehmen. So, die nächste Übung kennen vielleicht einige. Da gehen wir in den Vierfüßlerstand. So, Arm unter Schulter und Knie unter der Hüfte. Und dann machen wir Kettenkau und geben einmal den Rücken ganz nach oben und einmal strecken wir uns durch wie die Kuh. Und weniger den Kopf mitbewegen, sondern wirklich den Rücken. Jetzt kommen wir zur dritten Übung. Wir stellen uns circa schulterbreit hin, Zehen leicht nach außen und wir gehen in die Squat-Hocke. Das heißt, wir schieben die Knie ganz nach außen und drücken die Knie auch nach außen und halten wir uns auf den Fersen fest und gehen abwechselnd rauf und runter. Wenn ihr einen leichten Rundrücken macht, macht das nichts, denn wir haben hier auch gar kein Gewicht. Könnt ihr auch innen festhalten. Ich zeige euch jetzt 4 statische Übungen. Da haltet ihr am besten 1 Minute lang oder sogar länger. Und für ganz Anfänger einfach 30 Sekunden. Wir starten mit dem herabschauenden Hund. Das heißt, wir bringen den Po jetzt ganz rauf und strecken den Kopf durch die Arme. Wichtig ist ein gerader Rücken. Das heißt, wenn ihr hier jetzt wie ich ein bisschen einen Buckel habt, müsst ihr leicht in die Knie gehen, dass das Ganze gerade wird. Und was ihr übrigens auch machen könnt, ist zu steigen. Dann stretcht das auch nochmal die Unterschenkel mehr. Und von da aus kann man sogar auch noch in die Cobra gehen, in die zweite Übung. Hier stretchen wir die Brust, den Brustkorb auf, als auch die Bauchmuskulatur. Echt angenehm. Und da haltet ihr auch einfach. In der nächsten Übung, das ist eine 2-in-1 Übung, bringen wir einfach das Bein vor. Umso weiter vorne die Ferse ist, desto stärker zieht es in der Gesäßmuskulatur. Und wenn wir das hintere Bein nehmen, stretchen wir die vordere Oberschenkelmuskulatur vom anderen Bein. Umso weiter ran der Fuß an euch ist, desto stärker ist die Dehnung auch wieder. So, als nächstes stehen wir auf. Und das kennt vielleicht auch jeder. Man geht einfach nach unten langsam, lässt sich hängen, aber auf Dauer kommt man halt nicht weit.
Am besten ist es, wenn man sich dann hinten an den Fersen hält und die Beine durchdrückt. Dann stretcht es hier viel mehr und wer es noch stärker haben möchte, klebt sich quasi mit dem Oberkörper auf die Oberschenkel und versucht dran zu bleiben und durchzustrecken. Also wenn ihr das länger als 30 Sekunden schafft, seid ihr richtige Pros. Nur als kleiner Tipp an alle hypermobilen Menschen, nur zur Erklärung, hypermobil ist zum Beispiel, wenn ihr mit den Armen noch weiter als so vorkommt und sich die Ellbogen sogar berühren können in der Position oder wenn ihr euch nach hinten streckt, dass es extrem gebogen ist, das wäre dann hypermobil. Und wenn ihr merkt, dass ihr das mit eurem Körper könnt, geht am besten zum Arzt und macht auf keinen Fall Stretching, das ist ganz gefährlich. Ich habe euch jetzt 3 dynamische Übungen und 4 statische Übungen gezeigt. Am besten ihr macht das 3 bis 4 Mal die Woche. Das dynamische immer vor dem Training und das statische immer nach dem Training. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Mein Channel findet ihr übrigens in der Infobox und mein nächstes Workout findet ihr auf dieser Seite. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!